Hallo zusammen. Ich muss sagen, mir ist der aktuelle Test auf meinem YouTube-Kanal, nämlich der Test von diesem hier, jetzt schon fast unsympathisch. Diese Pulle hat ein total blödes Format, um es auf Kamera zu bekommen. Hinlegen sieht assi aus, hinstellen geht, aber dann muss ich meine Kamera am Ende des Tisches stellen und die Pulle des Ala-Protein-Drinks nach ganz hinten. Gut, aber ihr habt jetzt einmal im Format gesehen, jetzt kann ich sie ja mal etwas ranholen und wir schauen uns mal an, was wir hier genau haben. Ihr erinnert euch hoffentlich, weil ihr es hoffentlich gesehen habt, an das Video meines Unboxings der Amazon Surprise Box April Fit in den Sommer. Passend zu diesem Thema war hier diese Pulle drin, und zwar der Ala Protein Drink Schoko Geschmack. 40% weniger Zucker. So, ich habe da auch ein paar Worte schon zu gesagt in dem Video und hier möchte ich da etwas mehr drauf eingehen, denn das ist so eins dieser typischen Produkte, die kein Mensch braucht, meiner Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid, bitte immer gerne kommentieren. Das Ganze ist also quasi eine Art Proteindrink. Ich habe ähnliche Produkte auch schon mal getestet auf meinem YouTube-Kanal oder zumindest auf meiner Webseite. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich glaube, den Proteindrink von DM, den habe ich mal getestet. Also das weiß ich. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob es auch ein Video dazu gab. Auf jeden Fall ein Bericht. Und da wird, vermute ich, jetzt schon mal so das gleiche Fazit gewesen sein, wie es hier heute geben wird. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben oder den Samstagmittag vor dem Samstagabend. Wir haben hier einen Proteindrink mit, wie wir hier drauf sehen, 25 Gramm Protein. Das ist natürlich schon mal so eine, ich sag mal, Nullaussage. Ich hoffe, ihr habt so inzwischen eine Idee, warum ich das oft so sage, weil das ja hier quasi auf die ganze Menge bezogen ist. Und ihr müsst halt immer alles auf einen absoluten Wert nehmen, also sprich auf 100 Gramm oder 100 Milliliter beziehen. Und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, ihr müsst euch das jetzt immer so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel nicht 500 Milliliter habt, wie hier drin ist, ich glaube, es sind 500, ja, wenn, also 479 Milliliter. Wenn ich jetzt nicht 479 Milliliter hätte, woraus ich jetzt übrigens einfach mal 500 mache, sondern ich sage mal einen ganzen Liter, dann könnte ich hier eine 50 draufschreiben. Ja, aber man muss dann eben auch, um die 25 Gramm Protein haben, auch einen ganzen, um die 50 Gramm Protein zu haben, Entschuldigung, auch einen ganzen Liter trinken. Also diese Angabe ist absolut null. Deswegen gucken wir uns gleich, oder am besten jetzt mal die Nährwerte pro 100 Milliliter an. Da sieht das Ganze nämlich dann schon mal ganz anders aus. Wir haben, ja, Hubschrauber. Wir haben pro 100 Milliliter 47 Kalorien, 0,6 Gramm Fett. Das ist für Leute, die es, ich sage jetzt mal, sich so ein Getränk aus Fitnessgründen kaufen, tatsächlich sehr erfreulich. 4,8 Gramm Kohlenhydrate, das ist wie bei Milch, die wir uns gleich als Vergleich auch einmal angucken. Und tatsächlich 5,5 Gramm Protein, was wirklich auch mehr ist als bei normaler Milch. Ich habe jetzt hier als Vergleich mal 1,5%ige Milch. Und wenn wir uns mal hier diesen Vergleich angucken, haben wir tatsächlich die gleichen Nährwerte pro 100 Milliliter, nämlich 47 Kalorien. Aber beim Fett gibt es schon einen großen Unterschied. Wir haben hier knapp 1 Gramm weniger Fett drin als hier. Und 1 Gramm Fett hat ungefähr 10 Kalorien. So, wir sparen jetzt quasi hier 10 Kalorien. Und warum haben wir die gleichen Werte? Denn die Kohlenhydrate sind auch nahezu gleich. Wir haben aber hier mehr Eiweiß, knapp 2 Gramm mehr. Und Eiweiß hat ungefähr 4 Kalorien pro 100 Milliliter, pro 1 Gramm. Das heißt, wenn wir hier knapp 1 Gramm mehr Protein, 2 Gramm mehr Protein drin haben, verlieren wir quasi die 10 Kalorien wieder, die wir hier oben gespart haben, sodass wir am Ende auf 47 Kalorien kommen. So rechnet sich das. Hier ist mehr Fett drin, hier ist mehr Protein drin, der Rest ist gleich. Das kostet für einen Liter 60 Cent, das kostet für einen halben Liter 2 Euro. So, jetzt müsst ihr euch natürlich überlegen, braucht ihr jetzt wirklich diese 2 Gramm mehr Protein hier drin für 2 Euro? Oder ist es nicht auch einfach gut, ein Glas Milch zu trinken? Klar, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will überhaupt gar kein Fett, ja Gott, ne? Dann kauft euch Magermilch. Das könnt ihr auch machen, da habt ihr noch weniger Fett drin als hier. Das wäre eine Alternative und da ist sogar noch ein bisschen mehr Eiweiß drin in Magermilch, soweit ich weiß. Hier ist natürlich der Preis was anderes. Klar, man kann so schön in den Laden gehen, hat hier so eine praktische Portion, die man mitnehmen kann. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Trotzdem finde ich, dass es schon ein heftiger Preisunterschied ist, wenn man jetzt sagt, ich will nur einen Schokodrink mit mehr Eiweiß haben. Man muss das immer differenziert sehen. Man bekommt ja hier, wie gesagt, auch die Packung und so ein bisschen Marketing ist da auch nochmal mehr hinter. Das kostet alles Geld halt. Calcium braucht übrigens nicht extra erwähnt werden, denn hier ist auch Calcium drin. Wir sehen sogar, dass hier mehr Calcium drin ist als hier. Davon mal abgesehen. Zwar nur minimal, aber gut.
gucken wir uns mal die Zutaten vielleicht an, was hier so drin ist. Ich denke mal, wird so Molke zusätzlich reingesetzt sein. Ja, es ist entrahmte Milch, Wasser, Molkenerzeugnis, Zucker ist ein bisschen drin, fettreduziertes Kakaopulver, Stabilisatoren, Carrageen, die machen es auch ein bisschen dicker. Natürliches Aroma, Laktase. Laktase ist ein Enzym, was Laktose abbaut. So, deswegen weiß ich gar nicht, ist das hier laktosefrei? Nee, eigentlich nicht. Warum dann aber Laktase drin ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie nicht komplett die Laktose abgebaut oder so. Nun gut, gekühlt genießen mache ich auf jeden Fall. Ich shake die jetzt mal. Dann habe ich mir hier Glas. Gut, ihr seht übrigens, ich habe neulich einiges bei Amazon bestellt. Und dann gucken wir uns mal das Ding hier an. Ups. Oh nein, ich hätte es nicht schütteln sollen. Ja, schütteln, dann schäumt es. So. Das sieht aber wirklich so von der Konsistenz eigentlich ganz nice aus, muss ich sagen. Scheiße. Alles versaut hier. Sieht von der Konsistenz tatsächlich aus wie so ein Kakao. Ein bisschen dickflüssiger. Und jetzt probiere ich es einfach mal. Den Ala Protein Drink Schoko, der extrem beschmiert ist jetzt. Oh, ich muss aber sagen, geschmacklich gar nicht schlecht. Wirklich so ein bisschen dickflüssiger wie Kakao. Ist aber nicht, weil hier irgendwie auch viel Fett drin, sondern durch das Carrageen ist das so ein bisschen cremiger auch. Denn dieses Carrageen hilft auch dazu, den, ich sag mal, niedrigen Fettgehalt zu kaschieren. Denn Fett ist so ein bisschen Geschmacksträger für ein vollmundiges Mundgefühl. Und hier, da hier wenig Fett drin ist, das kennt ihr vom extremer Magermilch, dass sie sehr wässrig schmeckt, sehr dünn. Ein Carrageen ist halt ein Kohlenhydrat, was halt quillt. Und das macht das Ganze ein bisschen dicker und dadurch kann man so ein bisschen kaschieren, dass es letztlich dann doch auch recht mager ist, was Fett angeht. Schmeckt, ja. Wie sollte man es erwarten? Wirklich wie so eine Art Kakao. Jetzt nicht sehr intensiv, eher wie so eine, ja, wie so ein leichter Kakao. Also jetzt nicht, wo total viel Kakaopulver drin ist. Es ist eher dezent. Ich finde es so ein bisschen süßer auf jeden Fall. Also ist hier Süßstoff eigentlich drin? Ich habe ich doch nicht gelesen, meine ich, oder? Weil er kommt mir irgendwie ein bisschen süß vor. Natürliches Aroma. Nee, eigentlich nicht. Aroma ist auch drin. What the fuck? Kakaoaroma oder was? Schokoladengeschmack. Ja, also irgendwie kommt es mir relativ süß vor, was ich mir kaum erklären kann, weil, ja. Ich schätze mal, ich denke mal, es wird nicht laktosefrei sein, sondern die Laktase ist, haben sie quasi benutzt, um den Milchzucker aufzuspalten, denn es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass laktosefreie Milch süßer ist als andere. Woran liegt das? Weil die Laktose, das ist, soweit ich weiß, ein zweigliedriges Molekül. Es wird durch die Laktose zerteilt in zwei Teile, in zwei einzelne Zuckermoleküle und dadurch schmeckt es süßer, weil es quasi vom Körper anders wahrgenommen wird. Die Kohlenhydrate bleiben gleich, Zuckergehalt und so bleibt auch gleich, aber der Zucker hat eine andere Form und dadurch schmeckt er anders. Ich müsste das jetzt nochmal nachgucken. So, mein Studium ist auch ein bisschen länger. Ich muss nicht mehr alles auswendig wissen, aber ich bin mir fast sicher, dass Laktose ein zweiteiliger Zucker war. Ich weiß aber nicht mehr, welches die beiden Bestandteile waren. Und wie gesagt, Laktase ist das Enzym, was das spaltet. Da bin ich mir dann doch schon ziemlich sicher. Und so schafft man es quasi, dass der Milchzucker, also dass der Zuckergehalt gleich ist, aber es süßer schmeckt, wie eben bei laktosefreier Milch. Ich persönlich finde es ein bisschen zu süß, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde nicht, dass man das hätte machen müssen. Mir hätte es auch gereicht, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen Milch nur mit Kakaopulver mischt. Aber trotzdem finde ich das Ding hier geschmacklich gar nicht mal so schlecht. Trotzdem denke ich, ist es eigentlich unsinnig, weil ich kann mir auch ein Glas Milch trinken, essen Esslöffel Magerquark dazu und habe ich 1000-mal mehr Eiweiß als mit diesem Ding hier drin. Muss aber allerdings jeder selber wissen. Frage an euch natürlich wieder, wie steht ihr zu solchen Produkten? Weiß ich nicht, verteufeln tue ich es ja nicht, ne? Wer meint, dass er es kaufen muss, der soll es machen. Das ist jetzt nicht grundsätzlich ein schlechtes Produkt. Ich finde, es ist nur unnötig einfach, ne? Wie gesagt, weil Milch haben wir genug, Kakao kann man sich, gut, normaler Kakao ist was anderes, aber ich weiß nicht, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Schreibt mir eure Meinung gerne dazu. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich sag mal, bis zum nächsten Test. Macht's gut, bis bald und ciao.